Integrationsministerin Susanne Raab von der ÖVP will nun Ergebnisse einer Studie zum sogenannten politischen Islam in Österreich präsentieren. In der Aula der Wissenschaften im 1. Bezirk in Wien richtet sie sich in diesen Momenten an die Medien. Experten am Podium. Wir haben vor einigen Monaten die Dokumentationsstelle politischer Islam ins Leben gerufen und haben damit auch eine langjährige Forderung, einen Wunsch vieler Expertinnen und Experten umgesetzt. Ja, ich kann mich noch erinnern, vor einigen Jahren hat das Bundesnetzwerk für Extremismusprävention, Radikalisierung auch diese Empfehlung abgegeben, schlichtweg, weil man gesagt hat, man darf auf keinem Auge blind sein. Wir haben Tendenzen in Österreich, die sozusagen im Bereich des Rechtsextremen liegen, die im Bereich des Linksextremen liegen. Aber wir müssen uns genau auch ansehen, wo sind gefährliche Entwicklungen, Ideologien im Bereich des politischen Islam. Uns ist es deshalb so wichtig, weil der politische Islam in seinen unterschiedlichen Ausprägungen einfach eine Gefahr für unser Wertesystem ist, für unsere liberale Demokratie, eine Gefahr auch für unsere Grundrechte, für die Ausübung der Religionsfreiheit. Natürlich ist nicht alles, was da passiert, nicht alle Aktivitäten sozusagen des politischen Islams sind ja gleich strafrechtlich relevant. Aber dennoch ist es unsere Aufgabe als Gesellschaft, dass wir Transparenz reinbringen, überall dort, wo eben an unserem demokratischen Wertefundament gesägt wird. Die Ereignisse aus der jüngsten Vergangenheit, die vielfach dann zeigen, wo der politische Islam an die Oberfläche tritt, geben uns dahingehend recht. Nämlich, ich erinnere an die Ausschreitungen in Favoriten, die wir im letzten Jahr hatten, wo es eben zu Gewaltbereitschaft gekommen ist. Ich erinnere an tschetschenische Sittenwächter, wo ein Frauenbild proklamiert wird, das wir in unserer Gesellschaft nicht haben wollen, wo Frauen bedroht werden, weil sie womöglich ein zu westliches Lebensbild für sich gewählt haben. Oder ich erinnere natürlich erst an die letzten Wochen, wo natürlich Präsident Erdogan ihr immer wieder im Nahostkonflikt zündelt und ihr auch eine sehr spaltende Ideologie gegenüber dem Westen eingenommen hat und wo wir eben sehen, dass diese Ideologie auch über gewisse Institutionen und Vereine hier nach Österreich getragen wird und hier einfach spaltend wirkt. Ich bin Integrationsministerin. Ich will nicht, dass in unserem Land eine spaltende Ideologie verbreitet wird, ein Wir-gegen-Sie-Narrativ, ein Narrativ, wo in Moscheen gepredigt wird, dass man nicht mit Nicht-Muslimen zusammenkommen kann oder befreundet sein kann. Ich will, dass wir eine inklusive Ideologie haben, dass wir eben auch integrationsfreundliche Moscheenarbeit und einfach Integrationsarbeit in Österreich haben. Und daher ist es mir auch wirklich wichtig, hier gegen den politischen Islam anzukämpfen. Die Dokumentationsstelle nimmt dabei eine Schlüsselrolle ein, weil das einfach eine Aufgabe ist, hier Transparenz reinzubringen in diese Netzwerke, Strukturen, Ideologien, in die Akteure, die die Politik nicht übernehmen kann. Es braucht hier die Wissenschaft, die sich wirklich objektiv auf Basis wissenschaftlicher Analysen und auf Basis von Grundlagenforschung diese Thematik annimmt, damit wir ein solides wissenschaftliches Fundament haben, auf dem wir als Politik, aber auch als Behörden dann aufbauen können. Und dabei steht immer alles unter einer Prämisse und das war auch sozusagen meine Zielvorgabe für die Dokumentationsstelle. Es geht ja nicht um einen Kampf gegen die Religion, gegen die Musliminnen und Muslime in Österreich. Es geht um einen Kampf gegen politische Ideologien, die unser Wertefundament unterwandern wollen. Und diese Unterscheidung zwischen dem Islam als Religion, der auch unter dem Schutz der Religionsausübungsfreiheit steht, und dem politischen Islam, das ist auch eine Aufgabe der Dokumentationsstelle politischer Islam, die beispielsweise im letzten Jahr schon genau eine Definition vorgenommen hat, was ist der politische Islam und was ist er nicht. Aber das ist auch ein Anliegen der sogenannten Islamlandkarte, die heute von der Universität Wien gemeinsam mit der Dokumentationsstelle präsentiert wird. Diese Islamlandkarte ist eine umfangreiche Analyse der muslimischen Vielfalt in Österreich. Wir sehen hier über 600 Organisationen, Einrichtungen des Islam in Österreich. Es zeigt eben, wie vielfältig die Musliminnen und Muslime in Österreich ihren Glauben auslegen und zeigt dann in einem zweiten Schritt auch sozusagen die Dachverbände, denen diese Organisationen zugehörig sind und dann aber auch die Ideologien, die diese Dachverbände verbreiten und auch die Akteure, die diesen Dachverbänden nahestehen. Und so ist es uns für uns auch
einfach ganz, ganz wichtig, auch als, also als Politik, dass wir hier diese Organisationen richtig einordnen können, dass wir einfach hier Transparenz auch haben. Die Dokumentationsstelle Politischer Islam hat gemeinsam dann mit, auch mit dieser, als Grundlage dieser Landkarte dann weitere Dossiers erarbeitet, der größten Dachverbände. Das sind nochmal drei große Dachverbände, die Dokumentationsstelle hier sich genauer angesehen hat. Und in diesen Grundlagendossiers findet man Informationen, eben wie gesagt, wo gibt es einen Auslandseinfluss, welche Akteure sind hier tätig, wie agieren, handeln und denken diese Dachverbände und die Akteure, die hier Federführung haben. Was tun wir nun als Politik mit diesen Informationen und was sind die Ableitungen der Politik? Warum brauchen wir das? Zum einen, wir wollen Transparenz schaffen. Wir wollen, dass in allen Schattierungen des politischen Islam, nicht nur dort, wo Gesetze übertreten werden, sondern vielfach davor, dass wir dort genau hinsehen, dass nicht in den Hinterzimmern, in den Hinterhofmoscheen Ideologien verbreitet werden, unter dem Deckmantel der Religionsausübungsfreiheit, unter dem Deckmantel der Toleranz. Wir wollen hier einfach Transparenz schaffen und auch dazu beitragen, dass der Unterschied gezogen wird zwischen dem Islam als Religion und dem politischen Islam als Ideologie, die wir in Österreich nicht haben wollen. Und natürlich sind all diese Informationen relevant für die Behörden. Zum Beispiel, wer ist ein guter Partner für die Politik? Wo soll man auch Fördergelder investieren? Mit wem arbeitet man auch im Integrationsbereich beispielsweise zusammen? Aber natürlich gibt es auch Informationen, die in weiterer Folge für die Sicherheitsbehörden relevant sein können. Wie gesagt, überall dort, wo Gesetze übertreten werden, wird natürlich, werden die Sicherheitsbehörden, werden die rechtlichen Instrumente, die wir in einem Rechtsstaat haben, voll ausgeschöpft und hier auch mit voller Härte des Gesetzes vorgegangen. Und zu guter Letzt, und das ist mir ganz wichtig, diese Informationen sind Informationen auch für die Musliminnen und Muslime in Österreich selbst. Denn klar ist, und das möchte ich nicht nur einmal betonen, dass die Mehrheit der Musliminnen und Muslime hier in Österreich friedlich lebt, im Einklang mit unseren Gesetzen und auch Werten. Und dass wir den Musliminnen und Muslimen auch Informationen zur Verfügung stellen wollen, die offenlegen, in welche Moschee sie gehen, wer steht da dahinter, in welche Koranschulen geben sie ihre Kinder. Einfach hier auch um selbstbewusste und informierte Entscheidungen zu treffen. Die Religionsausübungsfreiheit in Österreich ist ein Grundrecht, das es auch zu schützen gilt. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, auch genau dorthin zu sehen, wo wir spaltende Tendenzen haben und dieses Grundrecht eben unter dem Deckmantel Toleranz auch missbraucht wird. Und gleichzeitig ist es mir wichtig zu betonen, dass wir hier keinen Generalverdacht über die muslimischen Einrichtungen, über die Musliminnen und Muslime in Österreich stülpen wollen. Wir wollen klar trennen zwischen dem Islam als Religion und dem politischen Islam als gefährliche Ideologie, die spaltend und integrationsfeindlich wirkt. Danke. Vielen Dank, Frau Bundesminister. Ich darf nun Herrn Professor Aslan ersuchen, die Islamlandkarte, ein Projekt der Universität Wien, das die Dokumentationsstelle unterstützt, vorzustellen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich habe die Aufgabe, kurz die Islamlandkarte vorzustellen. Wie Sie hier sehen, wir haben in dieser Landkarte 623 muslimische Organisationen, Verbände, Moscheen, Kultusgemeinden erfasst. Sie teilweise, wir arbeiten noch daran, sehr ausführlich beschrieben, aber registriert haben wir fast alle muslimische Organisationen in Österreich. Ziel dieser Landkarte besteht darin, dass wir die Leistungen, Schwächen und Stärken der muslimischen Organisationen sichtbar machen. Hier ist keine Landkarte des Islamismus, das ist keine Landkarte, die nur den politischen Islam zeigt, sondern die Leistungen der muslimischen Organisationen werden in dieser Landkarte sichtbar sein. Das heißt, dass hier die muslimischen Organisationen, zumindest das ist unsere Absicht, aus eine Isolation irgendwie ein Stück befreien, sie in die Mitte der Gesellschaft ermutigen. Weil Teile dieser Organisationen wirklich einen guten Integrationsbeitrag leisten. Sie bieten Deutschkurse an, sie betreuen die Flüchtlinge.
Sie bieten auch Hausaufgabenbetreuungen an, die solche Angebote, die die Gesamtgesellschaft in Anspruch nehmen können. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch gefährliche Tendenzen in diesen Organisationen. Darauf wollen wir auch die Gesellschaft, Politik aufmerksam machen, weil wir eigentlich diese Radikalismen verhindern wollen, weil die Muslime selbst unter diesen Radikalismen leiden. Damit könnte ich zusammenfassend sagen, dass die Islamlandkarte eine Karte, die Leistungen, Schwächen, Stärken, ideologische, theologische Orientierungen muslimischer Organisationen zeigt, sie auch ein Stück aus einer Isolation befreit, sie in die Mitte der Gesellschaft bewegt, dass sie sich an die gesellschaftlichen Entwicklungen, Debatten, Diskursen partizipieren, sich auch sichtbar machen. Ich würde gerne durch weitere Folien eigentlich Ihnen die Funktion dieser Landkarte zeigen. Hier zum Beispiel am Beispiel einer Organisation, türkische Föderation, zeigen, dass wir zunächst beschreiben, welche Rolle diese Organisation hat. Hier am Beispiel sieht man, dass dieser Verein, Avrasya Kultur-, Bildungs- und Hilfsverein, eine Moschee-Einrichtung ist. Diese Moschee-Einrichtung ist ein Begriff vom Islamgesetz. Nach dem Islamgesetz haben wir Moscheegemeinden, Moschee-Einrichtungen, Kultusgemeinden, Fachverbände. In diesem Fall hier sehen die Besucher dieser Seite, dass hier um eine Moschee-Einrichtung handelt. Und wir beschreiben, wo diese Moschee-Einrichtung befindet. Darunter kommen so eine kurze Beschreibung dieser Organisation, wo diese Organisation sich befindet. Wer ist Vorstand? Wer vertritt den Verein nach außen? Was sind die Akteure dieser Organisation, in diesem Fall Moscheeeinrichtung, öffentliche Präsentationen, in welchem Bundesland sich diese Organisation befindet, Herkunft dieser Organisation, Dachverband, wann diese Organisation gegründet ist und welche Ideologie, welche politische Orientierung diese Organisation vertritt, aber auch verbreitet. Dann, wenn Sie auch weiterklicken, seit heute 11 Uhr ist die Seite wieder frei. Wenn Sie weiterklicken, werden Sie auch ausführliche Informationen über diese Aktivitäten finden. Und dann werden Sie auch sehen, welche Kultusgemeinden für diese Organisation gegründet wurde, wer diese Kultusgemeinden vertritt. Und natürlich wichtig auch diese Netzwerke in Europa und auch in der Welt, von welchem Land, von welchen politischen Einrichtungen diese Organisation beeinflusst wird, welche in diesem Fall nationalistische, teilweise rassistische Positionen hier am Beispiel dieser Moschee-Einrichtung diese Organisation vertritt. Das wäre eine kurze Beschreibung der Islam-Landkarte. Wenn Sie später weitere Fragen haben, werde ich gerne Ihre Fragen beantworten. Vielen Dank, Professor Aslan. Wie von der Frau Bundesministerin auch schon angesprochen, hat die Dokumentationsstelle mit heute auch drei Grundlagenpapiere veröffentlicht. Und ich darf jetzt Herrn Professor Kaschid darum ersuchen, näher darauf einzugehen. Ja, vielen Dank, Frau Direktorin, Magister Vilhofer. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist Aufgabe des Wissenschaftlichen Beirats, die wissenschaftliche Arbeit der Dokumentationsstelle Politischer Islam beratend zu begleiten, um vor allem für die Sicherstellung der wissenschaftlichen Unabhängigkeit sowie für die Qualitätssicherung durch Einhaltung wissenschaftlicher Standards in der Forschung zu sorgen. Dies gilt auch für die heute präsentierten drei Berichte, drei Papiere. Frau Ministerin hat das schon angesprochen, die drei großen Dachverbände in Österreich,
Atip Miligürüş und die Grauen Wölfe. Und entsprechend werden die drei Papiere auch heute präsentieren, die Sie nachher dann auch sehen werden. Die Einhaltung wissenschaftlicher Standards umfasst fundierte Recherchen, Quellensicherung, Methodenüberprüfung und vieles mehr. Für den wissenschaftlichen Beirat gelten daher folgende fünf Grundsätze. Erstens, Qualität vor Quantität. Deshalb werden wir Sie nicht überschütten mit Informationen oder mit Papieren. Uns ist sehr wichtig, dass die Qualität an erster Stelle steht. Und das werden Sie ja merken, wenn Sie die Papiere von heute in der Hand haben. Umfangreichen Quellenapparat, wo wir versucht haben, jede Information, auch jede Kleinigkeit zu belegen, möglichst auch objektiv durch wissenschaftliche Quellen. Das ist in diesem Feld, in diesem Forschungsfeld politischer Islam nicht so einfach. Und dennoch haben wir sehr viele oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Dokustelle, das ganze Team hat solide Arbeit, solide wissenschaftliche Arbeit hier geleistet, viel Recherchearbeit in verschiedensten Medien, um möglichst auch hier die Quellen ganz klar, transparent auch anzugeben. Zweiter Grundsatz, Differenzierung statt Pauschalisierung. Uns geht es nicht darum, schwarz-weiß zu malen und zu sagen, hier sind die Guten, hier sind die Bösen, sondern genauer hinzuschauen, genau zu differenzieren. Da geht es nicht darum, und ich habe volles Verständnis, wenn manche jetzt genau konkret fragen, ja, wie viele Moscheen sind jetzt radikal oder wie viele Moscheen gehören jetzt zum politischen Islam oder diese Islamlandkarte, die wir jetzt gesehen haben, die ein Bild über die islamischen Organisationen in Österreich gibt, dass man genau fragt, und wie viel Prozent davon sind jetzt gefährlich oder radikalisiert. Das ist nicht die Aufgabe der Dokumentationsstelle, solche Informationen oder überhaupt also solche Angaben zu machen, denn wir differenzieren nach Positionen, und Sie werden sehen, dass innerhalb von Gruppen, innerhalb von Miligürüş selbst zum Beispiel, gibt es diese und jene Position, diese und jene Entwicklung. Und da geht es hier konkret Probleme zu benennen und konkret hinzuschauen, konkret aber auch Chancen zu benennen, nicht nur die Herausforderungen. Und darum geht es hier, Differenzierung statt Pauschalisierung. Dritter Grundsatz, Aufklärung statt Polarisierung. Aufklärung, das hat auch Frau Ministerin angesprochen, da geht es auch hier darum, Impulse auch in, also Richtung die islamischen Organisationen selbst zu senden. Auf den Punkt möchte ich nochmal eingehen. Aber vierter Grundsatz, Forschung zum politischen Islam betrachten wir als offenen Prozess. Es bleibt, und wir betreiben diese Forschung als offenen Prozess, das heißt, ohne den Anspruch auf endgültige Wahrheiten, sondern wir sehen das im Werden, das heißt, das sind ja Prozesse, auch die Papiere, die wir heute präsentieren, es handelt sich um Untersuchungen zu den drei großen Dachverbände, und die selbst entwickeln sich. Da gibt es auch Generationenwandel innerhalb auch diesen Organisationen. Sie reagieren ja auch auf Anfragen von außen, und darum geht es hier, das zu begleiten und nicht zu sagen, statisch, das ist jetzt Atip oder das ist Miligürüş und das ist die Grauen Wölfe, das sind die Grauen Wölfe, sondern es geht hier darum, das in einem Prozess zu begleiten. Deshalb werden wir immer weiter vertiefen diese Forschungen und immer wieder auch solche Papiere und Ergebnisse darlegen. Fünfter, letzter Grundsatz, und das ist ein zentraler Grundsatz hier für die Dokustelle, Dialog statt Urteilen. Wir wollen einen sachlichen Diskurs auch mit den betroffenen Institutionen selbst anstoßen. Daher verstehen sich die drei, aber auch weitere Papiere als Diskussionsgrundlagen, und wir laden die betroffenen Institutionen gerne ein, in diesen inhaltlichen Diskurs einzusteigen. Wir laden heute alle Interessierten, vor allem alle, die es mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ernst nehmen, ein, gemeinsam mit uns die Debatte zu versachlichen. Wir wollen über Inhalte möglichst objektiv und lösungsorientiert reden und appellieren, in diesen sachlichen Diskurs einzusteigen.
Daher werden Sie, sehr geehrte Damen und Herren, merken, dass die drei heute präsentierten Papiere weniger der Bewertung der also von islamischen Institutionen dienen, sondern sie analysieren Strukturen, Netzwerke und Ideologien und stellen Rückfragen an die betroffenen Institutionen selbst. Zum Beispiel das Papier zu ATIP geht ausführlich auf Strukturen, Netzwerke und Verbindungen von ATIP zu AKP bzw. zu der Politik in der Türkei ein. Und hier stellt sich die dringliche Rückfrage nach der Unabhängigkeit von ATIP als die größte Moscheegemeinde in Österreich von der türkischen Politik. Also wie weit ist sie unabhängig von der türkischen Politik? Und sie werden ausführliche strukturelle, finanzielle, personelle Analysen zu Verbindungen zu Diyanet zum Beispiel im Papier sehen. Aber auch auf ideologischer Ebene, zum Beispiel das Märtyrerverständnis, das wir bei Diyanet feststellen und im Papier sind also ausreichend auch Quellen hier angegeben und Berichte darüber. Aber wie sieht das hier aus mit ATIP in Österreich? Auch die Verbindungen zum Beispiel, es wird eingegangen im Papier auf die Predigten von dem Religionsattaché Ibrahim Yazar, der viele Predigten oder regelmäßig auch Predigten in ATIP hält als Religionsattaché. Und hier stellt sich, wie gesagt, die Rückfrage nach der Unabhängigkeit von ATIP von der türkischen Regierung. Das Papier zu Milli Görüs stellt kritische Anfragen an die heutige Bewegung in Österreich. Welche Rolle spielen Positionen des Gründervaters der Bewegung, Erbakan, die im Widerspruch zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit stehen, für die Bewegung heute? Denn gerade Milli Görüs unter Erbakan kann als prominenteste Bewegung des politischen Islam türkischer Prägung angesehen werden. Es sind klare Elemente des politischen Islams beobachtbar, zum Beispiel die also Antisemitismus, antiwestliche Haltung, die ideologische Nähe zur Muslimbrüderschaft. Das alles finden Sie dann ausführlich beschrieben in dem Papier. Aber wo steht die Bewegung heute? Das ist die Rückfrage an Milli Görüs. Und gerade vor ein paar Tagen haben wir ja beobachtet, dass der ehemalige Vorsitzende der SAD-Partei in Österreich, Halil Pollat, sich ganz klar antisemitisch geäußert hat und deshalb diese kritischen Rückfragen an die Bewegung. Das Papier zu den Grauen Wölfen oder der Ülkücü-Bewegung hinterfragt die rassistische, gewaltverherrlichende, rechtsnationalistische und teilweise islamistische Ideologie dieser Bewegung, die sich heute in den meisten Fällen gegen Kurden, Armenier, Aleviten richtet. Die Bewegung ist herausgefordert, sich unter anderem zu dieser ihrer Ideologie offen und transparent zu positionieren. Sie merken, sehr geehrte Damen und Herren, dass die drei Papiere dringliche Rückfragen an die drei Organisationen stellen. Für alle stellt sich die Frage, wie sie sich einen Islam europäischer Prägung vorstellen, wie sie sich zu einer islamisch-europäischen Identität verhalten. Wo sehen sie bei sich Positionen, die sie kritisch hinterfragen wollen, beziehungsweise sogar sich von ihnen verabschieden müssen? Wir wollen einen inhaltlichen Diskurs jenseits von Polemik, von Ressentiments, von Emotionalität und von gegenseitigen Beschuldigungen anstoßen. Wir strecken allen, die auf dem Boden der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit stehen, die Arme aus und laden alle zum konstruktiven Dialog ein. Es bleibt zu hoffen, dass die Reibungsflächen, die diese Papiere bieten, das bieten sie ja auch, diese Reibungsflächen an, den Anstoß zu weiteren vertieften und sachlichen Diskussionen auch innerhalb der Moscheegemeinden selbst geben werden. Denn das Dilemma in Österreich, ähnlich wie auch in Deutschland, besteht darin, dass die meisten großen Moscheegemeinden im Laufe der Zeit politische Strukturen aufgebaut haben und eher politische als religiösen Agenden folgen. Hierdurch verpassen sie nicht selten den
den Anschluss an die eigene Basis. Es reicht nicht aus, sich von Extremismus zu distanzieren und diesen zu verurteilen. Was die Jugendlichen, die muslimischen Jugendlichen dringend benötigen in Österreich, sind Alternativangebote, die mit ihrer Lebenswirklichkeit harmonieren und die sie nicht vor der Wahl stellen, entweder Österreicher oder Muslim zu sein. Sie brauchen Grundlagen für eine mehrdimensionale Identität, sowohl Österreicher als auch Muslim. Sie benötigen also Grundlagen für einen europäischen Islam, also für einen Islam, zu dem auch Europa selbstverständlich gehört, zu dem demokratische und rechtsstaatliche Prinzipien als selbstverständlich gehören. Wir stellen sehr oft die Frage, gehört der Islam zu Österreich, gehört der Islam zu Europa, aber wie ist es mit der umgekehrten Frage, gehört Österreich zu Islam, im Sinne, gehören demokratische, rechtsstaatliche Prinzipien auch zum Selbstverständnis des Islams? Und nun die Frage, wie gesagt, an die auch islamischen Institutionen und Moscheegemeinden: Welchen Beitrag leisten Sie für die Etablierung eines solchen europäisch geprägten Islams als Alternative für Fundamentalismus und Extremismus? Zum Schluss möchte ich auf eine wichtige Rezeption unserer Arbeit verweisen. Sie wissen ja, dass ich in Deutschland auch tätig bin, wo ich dort das größte islamisch-theologische Zentrum in Westeuropa eigentlich mit über 900 Studierenden leite. Und da bin ich sehr stark involviert in diesen Fragen nach dem Umgang mit dem politischen Islam auch in Deutschland. Deutschland schaut ganz genau hin auf die Arbeit der Dokumentationsstelle. Das Innenministerium möchte oder hat beschlossen, schon einen Expertenkreis politischer Islamismus, wird das in Deutschland genannt, nicht politischer Islam, politischer Islamismus, einzurichten. Man überlegt auch, eine Dokumentationsstelle politischer Islamismus einzurichten in Deutschland. Allerdings, man beobachtet sehr genau, was wir hier in der Dokumentationsstelle machen. Das heißt, es sind sehr viele Augen in Europa gerichtet auf die Arbeit, die wir hier leisten. Und alle sagen uns ja auch, dass wir hier Pionierarbeit leisten. Umso wichtiger ist es, dass diese Arbeit weitergeht und weiter vertiefend ausgebaut wird. An dieser Stelle möchte ich abschließend Ihnen, liebe Frau Minister, auch danken für den Raum, den Sie hier durch die Errichtung dieser Dokumentationsstelle geschaffen haben, für die Wissenschaft, für die Forschung, ohne jegliche politische Einmischung in der Arbeit, in der wissenschaftlichen Arbeit der Dokumentationsstelle. Und das gibt ja viel Raum für einen inhaltlichen Diskurs, zu dem wir heute auch alle Betroffenen einladen. Vielen Dank.